Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Biomutant. Ah, die muss mal zum Zahnarzt, die Katze, da kann man gar nicht so reingucken. Mit dem alten Mann. Und ja, hier ist das Kralleisen. Das habe ich letzte Folge mir extra nicht geholt. Ich habe das Kralleisen. Gewöhnlich. Na toll. Alles nehmen. Und jetzt? Ah. Und der suche die Tür. Kann ich hier irgendwas machen? Oh, Vorsicht. Verlasse den Raum. Okay. Da brauchen wir bestimmt gleich das Kralleisen. Das Rohr sieht instabil aus. Das Kralleisen dürfte sich hier nützlich machen. Muss ich das auswählen? Ach so, X. Sonst nix? Ein Satz mit X. Huch! Wow. Aua! Höchste Zeit, einen Weg hier rauszufinden. Echt jetzt, ich mein's ernst. Oh. Na gut, Herr Sprecher. Oh, Hasensprung. Oh. Der hat aber nicht gut funktioniert. Das sieht ungesund aus. So grün. Die Marks erzeugen in ihren Multiorganen Biomaterie, die sie unter Stress abstoßen. Wenn sie absorbiert werden, beeinflussen diese Klumpen auf zellularer Ebene. Oh, mögliche Spezialangriffe werden unten rechts angezeigt. Die pathogenen Stränge jedes Lebewesens, dich eingeschlossen. Das gibt eine Narbe. Oh, du hast einen Bioblob absorbiert. Das sind Punkte zum Freischalten von Mutation. Oh, mein Bioblob, so meine Bioblobs. Findet sich immer ein Zweck. Lass die Muskeln spielen. Warte mal. Mutationsmenü. Biopunkte 3. Werte Details. Das ist ja doof. Was mache ich jetzt damit? Ich habe 3 Punkte. Fung Fu? Wo brauche ich die denn überhaupt? Hier, Mutation. Biogenetik. Psi-Kräfte. Widerstand verbessern. Anti-Hitze, Anti-Kälte. Kälte haben wir ja das Problem hier noch nicht. Oh, guck mal, das hat richtig Punkte gebracht. Psi-Kräfte mache ich dann vielleicht beim nächsten Mal. Ist hier noch irgendwas? Dann bloppen wir mal hier hoch. Könnt ihr nichts für mich hier hinlegen? Ihr Arschgeigen. Ich loot doch so gern. Deswegen liebe ich ja Spiele so wie Borderlands zum Beispiel. Oder Ghost Recon Breakpoint, so eine Loot-Shooter, die mag ich wirklich sehr. Sammeln, Dinge finden. Oh, das ist meine Welt. Eine Lupe, die braucht man, nimm sie mit. Oder hier, da kannst du was draus bauen. Oder hier, die Laborapparatur. Da kannst du drinnen wohnen. Ich mein's doch nur gut. Hier, interagieren. Um sich selbst vor dem drohenden Untergang zu retten, baute Toxanol sogenannte Archen. Aber war es bereits zu spät?
Nur aus dem Logbuch einer einzelnen zurückgelassenen Arche wird deutlich, dass andere Archen durch die Luft und noch weiter reisten. Die, die zuvor hier lebten, haben wohl nie die Hoffnung verloren, eine neue Heimat für ihre Art zu finden. Die Menschen haben die Erde verlassen. Okay. Aha, was ist das? Du hast ein Rätsel gefunden. Diese gibt es überall auf der Welt. Einige öffnen neue Wege, andere bieten dir verschiedene Belohnungen. Um die ausgewählten Knotenpunkte zu benutzen. Aha. Aha. Hat eine bestimmte Position? Oh Gott. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Ach so, Versuche übrigens hier. Es gibt nur wenige Aufzeichnungen über die Ereignisse, die vor Äonen zur großen Apokalypse führten. Doch es ist offensichtlich, dass die Welt für das rücksichtslose Vorgehen der Toxanol Corporation nicht gewappnet war. Ihr Abbau seltener Erze und die Atomindustrie erzeugten Unmengen von Abfall, den sie ohne Rücksicht auf die Zukunft auf Deponien abluden, bis ihnen der Platz ausging. Und dann begingen sie einen gewaltigen Fehler. Sie luden den Giftmüll direkt ins Nass an der Küste ab und verließen sich darauf, dass er sinken und mit der Zeit verwittern würde. Und sie hatten recht. Doch auf die Folgen war niemand vorbereitet. Die Strahlung im Nass wirkte sich auf die Gene der Lebewesen aus und sorgte für bizarre Mutationen bei ihren Nachkommen. Die Auswirkungen auf die Artenvielfalt und das gesamte Ökosystem waren unvorstellbar. Die Natur schlug zurück und die Welt, wie sie sie kannten, brach zusammen. Sie sollte nie wieder dieselbe sein, und was davon übrig blieb, wurde zur Heimat ihrer Nachkommen. Da haben wir das jetzt auch erfahren. Ups. Da, guck mal, Bücher, da kannst du lesen. Das kannst du doch bestimmt. Jede Katze kann lesen. Warum sind wir eigentlich so ein kleines Tier? Ich habe übrigens die Klasse Kommandos. Das Fanggeräusch von funkensprühendem Metall bedeutet nie etwas. Es kommt von hinter dieser Tür. Nee. Ein Warnzeichen. Dieser Kasten scheint ordentlich Gehirnschmalz zu verlangen. Es braucht ein wenig Knobelei, um die Tür kurz zu schließen. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Na bitte. Und wenn ich was falsch mache, was passiert denn? Weiß das einer? Hä? Wer bist du? Mit einem perfekten Konter betäubst du den angreifenden Gegner. Bei einem betäubten Gegner schweren Stern über den Kopf und du kannst ihn in die Luft schleudern, wenn du ihn erneut triffst. Drücke dafür den linken Button. Der Rollende ist zahlenmäßig unterlegen. Du solltest ihm besser helfen. Das nenne ich eine Fleischwunde. Genug gespielt. Wo ist er? Achso. Das war der letzte. Ich will immer. Rede mit dem Rollenden, bevor die Verstärkung eintrifft. Ich muss jetzt mal das Loot sammeln. Ist hier noch mehr? Guck mal hier. Alles meins. Der Rollende. Auch meins. Der hat noch was? Beute!
Ja, ich soll mit dem Rollenden reden und keine Beute sammeln. Hier kann man nicht hoch, ne? Was ist denn das überhaupt? Das ist doch ein Seil, da kommen wir bestimmt nachher hoch. Reden wir erstmal. Ich hoffe, ich habe hier alles. Mit ihm. Mit dem Rollenden. Nee, da kommen wir nicht hoch. Ich glaube, da haben die sich abgeseilt, ne? Ein neuer Freund und ein alter Freund. Naja, dann reden wir mal, ne? Interagieren. Er möchte dir danken, dass du ihn beim Kampf gegen die Plünderer unterstützt hast. Er klingt vertraut. Du weißt nur nicht, wieso. Er stellt sich als steinalt vor. Er weiß, dass er schon lange fällig ist. Doch noch gibt er nicht auf. Dass du ihn nicht erkennst, wundert ihn nicht. Damals, in jener schicksalhaften Nacht, warst du noch ein Kindling. Es kursieren Gerüchte über eine einäugige Kämpferseele jenseits des großen Walls. Und er freut sich, dass sie wohl wahr sind. Die Legende des ausgestoßenen, einäugigen Kindlings ist gleichermaßen alt und traurig. Das Kindling hätte jedes sein können. Doch das Böse, vor dem es geflohen war, hatte ein Mal hinterlassen. Eine Narbe im Gesicht, um an das Geschehene zu erinnern. Unter dieser Augenklappe verbirgst du eine Narbe, nicht wahr? Doch er hätte dich auch so erkannt. Du kommst ganz nach deiner Mamu. Du bist das Kindling, kein Zweifel. Und was Lupalupin deinem Dorf angetan hat, deiner Mamu und deinem Papu, war der Anfang vom Ende. Er sagt, es habe lange gedauert, bis du die Vergangenheit bewältigt hast und wieder zurückgekehrt bist. Doch er ist dankbar dafür. Nach dem Überfall zerbrach die Einigkeit. Als Folge der Verderbnis, die über das Land hereinbrach, entzweiten sich die Schüler deiner Mamu und gründeten eigene Stämme. Als das Dorf zerstört war und du verschwunden bist, brach ein Streit zwischen den Familien aus und die Schüler wandten sich gegeneinander. Ohne den Baum des Lebens hätte niemand überlebt. Er hofft, dass du dich zumindest an den Baum erinnerst. Welchen Baum? Oh, eine Erinnerung. Ja, ein neuer Fund. Standardmäßig springen die Dialoge der NPCs automatisch von einer Zeile zur nächsten weiter, wenn du den Dialog manuell weiter. Ein neuer Freund, sprich mit Taufrisch. Vor längst vergangener Zeit, aha. Hallo? Ich habe noch beide Augen. Das ist hübsch hier. Es sieht aber schön aus, ne? Grafik geht für mich in Ordnung. Ich spiele das auch in nativer Bildschirmauflösung. Die Videos wären nicht zu groß bis jetzt. Ich habe ja Resident Evil Village auch so aufgenommen. Also zu groß und das dauert auch nicht ewig lange, das zu rendern. Ah, oh. Fragt, ob du erschöpft bist, da es vom Dorf bis hierher recht weit ist. Er fragt sich, ob deine Mamu weiß, dass du hier bist. Du bist ein braves Kindling, also wird es schon so gewesen sein. Selbst die Jungen vergessen mal was. Er versteht, warum du den weiten Weg auf dich genommen hast, um sie zu sehen. Die Kartoffelköpfe.
Die Kartoffelköpfe, auch Nono genannt, sind ein kleines Wunder. Sie sind irgendwie mit diesem Bäumchen hier verbunden und nähren es. Du könntest recht haben, denn genau wie Kartoffeln stecken sie voller Energie, einer exzellenten Quelle an Ki. Die Nono ziehen es vor, sich im Glitzergras zu verbergen. Er meint, du solltest hingehen und es schütteln. Vielleicht lässt sich dann einer von ihnen blicken. Glitzergras? Du, dir guckt deine Wurst hinten raus und die schwengelt hin und her. Ist das eine Schwengelwurst? Habe ich auch eine? Oh, ich habe auch eine, aber meine ist buschiger. Ich entschuldige mich jetzt nicht, nein. Glitzergras. Wo finde ich denn hier Glitzer? Glitzer. Hops. Es ist draußen, hops. Er macht aber nur einen Doppelsprung. Glitzergras. Hier? Oh. Hübsch. Kann man hier rein? Hui! Oh. Meine Key ging weg. Jetzt bin ich da und nun durchfühle das Glitzergras. Wie durchfühle ich? Guck mal, was da ist. Du hast einen entdeckt. Darauf kannst du stolz sein, denn sie zeigen sich nicht jedem. Die Pensei brauchen die Ki-Energie der Nono, um den Kreislauf zu vollenden und zu einem Baum des Lebens zu werden. Der kleine Baum, den du da oben gesehen hast, wird einmal zu einem Baum des Lebens werden und die Natur nähren. Er wird zum Herzen des Landes werden. Der Baum muss lange Zeit genährt werden. Nur wenn die Nono ihr Ki explosionsartig freigeben und eins mit dem Baum werden, wird der Baum ein Starker werden. Cool. Du wirst ein Netz brauchen, um den Nono zu fangen. Er möchte, dass du seins benutzt und sanft vorgehst. Die Nono sind empfindliche Wesen, eine Verkörperung des Ki, der Urenergie. Aha. Ein Reifennetz erhalten. Hallo? Du schwingst dieses Netz wie ein Naturtalent. Er ist beeindruckt. Oh, cool. Er ist für jede Hilfe dankbar. Da draußen gibt es jede Menge Nono, die zu den Wurzeln des Pensei-Baumes geleitet werden müssen. Sie verbergen sich im Glitzergras, das tief in den nassen Höhlen wächst, wo sie sich von Gesteinsmineralien ernähren. Er hofft, dass der Baum eines Tages hoch genug ragt, um die Welt zu erhalten. Aber heute solltest du dich darauf konzentrieren, dass dieser eins mit dem Baum werden kann. Wa.
Ah! Meine elektrische KI-Energie. Kann ich hier hoch? Das ist, glaube ich, hier nicht in der Höhle. Und hier? Auch nicht. War's ja nicht gut, übrigens, ne? Hat man gesehen. Da geht... Verlieren wir Strom. Geht der Akku runter. Mein Pferdchen, mein kleines Katzenpferdchen. Ach, hier sollen wir hin. Hui, da geht aber ab hier. Jetzt, da du die Verbindung der Nono zum Baum mit deinen eigenen Augen gesehen hast, gibt es keinen Grund mehr zum Zweifeln. Ab heute besteht sein Lebensziel darin, den Pensei zu hegen und zu pflegen, bis er zu einem Lebensbaum wird. Nicht nur zum Wohl des Dorfes, sondern zu dem aller Lebewesen. Eines Tages wird der Frieden gestört werden. Dann wird nicht einmal mehr deine Mamu alle schützen können. Die Auswirkungen der rücksichtslosen Handlungen derer, die zuvor hier lebten, sind bereits sichtbar. Wenn sich nichts ändert, sind alle verdammt. Das Land wird die Folgen der Nebeneffekte des industriellen Fortschritts der alten Welt nicht überstehen. Er meint, du solltest lieber rasch zurück ins Dorf, bevor deine Mamu nach dir sucht. Du hast heute gute Arbeit geleistet. Sie ist viel zu beschäftigt und nach dem Überfall auf das Lupin-Lager gestern Nacht mit ihren Schülern braucht sie ihre Ruhe. Ob sie die Räuberfamilie wohl am Leben lassen? Sind wir jetzt wieder zurück? Ja, wovor? Lol, Anwurf. Er hat dich für eine Weile verloren. Doch keine Erinnerung ist allein. Sie gehört zu einer Spur, der du folgen kannst. Erinnert sich an jeden einzelnen Tag, an dem er den Baum des Lebens pflegte. Doch jetzt fürchtet er, dass es vergebens gewesen sein könnte. Der Baum begann zu welken, als die Endtage begannen. Bald danach tauchten die Weltenfresser auf. Die genetische Evolution nach der Apokalypse, die durch die Toxanol Corporation herbeigeführt wurde, führte zu einer explosiven Mutation der Weltenfresser-DNA. Sein Freund Gizmo arbeitet an einem Mekton. Er braucht Hilfe, um den Jumbo-Knäuel am Ende der Westwurzel zu besiegen. Ach, das sind die... Dass der Baum Wiss repariert immer noch seinen Oktopod, um sich dem Trübschnauber zu stellen, der tief unter der Oberfläche am Ende der Nordwestwurzel lauert. Noko hat den Mute gezähmt und bereitet alles für den Kampf gegen den Hufschnauber am Ende der Ostwurzel vor. Glibbo ist endlich so gut wie fertig mit der Arbeit am Glibbergleiter. Mit ihm kannst du auf den Wellen reiten, bis zum Pummelschnauber, ganz am Ende der Südostwurzel. Oh Gott. Steinalt sagt, seine Freunde rüsten sich für den Kampf gegen die Weltenfresser. Am Ende jeder Wurzel befindet sich einer von ihnen. Dies wird kein leichter Weg, doch er zählt auf deine Hilfe. Allein können seine Freunde es nicht schaffen. Sie sind nicht stark genug. Er will dir zu verstehen geben, dass ihr alle sterben werdet, wenn der Baum nicht gerettet wird.
Seine Freunde haben für jeden Weltenfresser etwas vorbereitet. Der Mekton, der Oktopod, der Mute und der Glibbergleiter sind fast schon einsatzbereit. Mauketo, Tolle, Ayadre. So oder so werdet ihr euch wiedersehen, sobald du deine Rolle beim Stammeskrieg und den Weltenfressern erfüllt hast. Du, Wovo. Anormal, Seltenheit 0. Aha. Eine andere Welt. Das Schicksal der Welt ruht in meinen Händen. Hier kann ich schlafen. Komm hier rein da. Rein da. Wir wohnen schön hier. Ich will die Tür nicht aufbrechen. Das mache ich in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!